Wirkt so unscheinbar. 3 Stück brauchen wir dafür. Dann kommt der Boss. Da brauchen wir ein bisschen Vorbereitung zu. Ja, davon bin ich fast ausgegangen. Grauzwergen-Berserker-Trophäe. Ah ja. So. Ich habe extra mal ein bisschen mehr gesammelt und habe mal eine Kiste rein für Bauholz gemacht. Ja, damit man da ein bisschen was auf Vorrat hat. Das noch weg. Oh. Dann das. Das. So. Das. Jetzt machen wir mal noch. Okay. Die Treppe hübsch. Ich gehe mal noch gucken, ob ich irgendwo Kupfer finde. Nicht in der Nähe von Trollen. Erstmal. Beziehungsweise nicht in der Nähe des Camps. Also heute Morgen habe ich 2 Stück alleine gelegt. Also das ging, ging recht super. Man musste halt viel kiten, aber das ging. Also. Ja, was meinst du, wie ich die anderen hingekriegt habe? Ja, ja. Wichtig ist, du brauchst halt die richtigen Pfeile. Ja, ich habe jetzt die Feuerpfeile mir gemacht. Genau. Weil in der Zeit, wo ich wegrenne, kriegt er weiter dort Schaden. So habe ich mir das gedacht, das Ganze. Genau so ist das. Hat wunderbar funktioniert. Problem sind halt nur die Grauzwerge, die dann mit dabei rumrennen. Die sind nervtötend. Ah, renn dich weg. Ich will dich. Ja, was willst du denn jetzt hier? So. Ich brauche dunklen Wald, genau. Da lang, okay. Ich schätze mal, Kupfer und Zinn werden wir anfangs richtig viel brauchen für Bronze, ha? Ja, und zwar mehr Kupfer als Zinn. Okay, das, ein was Zinn auch noch schwerer abzubauen geht, okay. Wir brauchen 1 Zinn und 2 Kupfer für 1 Bronze. Okay, ich denke mal, für eine Brustplatte oder sowas brauchst du wahrscheinlich 10 Bronze oder so, jetzt mal aus dem Bauch raus. So, ja. So in der Art, ne? Okay, also ich gehe Kupfer sammeln, gut. Bin ja froh, dass die Gräulinge kein bisschen nervig sind. Wenn du die einmal schlägst, ein bisschen schnell fürs zweite Mal, rennen sie immer weg. So. Haben wir hier immer eine Kupferader? Noch Blaubeeren. Ein bisschen Zinn, okay. Oh, 2 Zinn verkommen nebeneinander. Nehme ich natürlich mit. Manchmal kann er sich an den steilsten Klippen festhalten, dann hast du immer so einen halben Pixel, der im Weg ist. Und da dran rutscht er dann runter. Das ist manchmal ganz komisch. So. Es sind immer so riesige Kupfervorkommen. Alles schon gesehen. Das ist ein normaler Stein. Aber doch nicht. So. Ja, doch, normaler Stein. Ja. Das ist aber Kupfer. Jawohl. Okay. Kann man dann mit Bronze dann auch schon erste bessere Werkzeuge machen oder braucht man dafür wieder andere Sachen? Du kannst eher bessere Werkzeuge als auch Waffen machen. Ah, oh, sehr deswegen, gut. Wir brauchen da relativ viel. Hier. Mhm.
Na gut, weiß ich ja, was ich zu tun habe. So, ich brauche 4 Disteln. Haben wir 10 Stück oder so? Ich habe einige unterwegs gesammelt. Ja, dann verbaue ich jetzt mal 4. Ja. Wenn ich sie finde. Müssen in der Kiste unten rechts, oben rechts drin sein. Schau ich gleich. Okay, man kriegt halt immer nur ein Kupfer raus aus so einem riesigen Block, den man abreißt. Und wir brauchen mehr Kupfer wie 10, hast du gesagt. Also 2 zu 1, ne? Ja. Okay, das wird ja lustig. Ja, hör auf wegzurennen. So. In den Dungeons kann man da auch Erzadern finden, also Erzvorkommen? Nein, da findest du nur andere Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Warst du schon im Dungeon drin? Nein, nein, ich habe noch gar keinen gefunden. Ja, natürlich, Mann. Wenn du dann mal bei Gelegenheit wieder zurückkommst, gehst du bitte nach oben und suchst dir ein neues Bett aus. Okay. Ich muss mich hier nur gerade meine Haut erwehren, weil hier Kreuzzweige rumrennen. Ja, ganz in Ruhe. Weißt du, der steht bis zur Haarspitze im Wasser, der kann mich aber angreifen. Wenn ich so weit drin stehe jetzt, dann saufe ich gleich ab. Ist doch wieder. Dann säufst du aber auch nur ab, wenn du keine Ausdauer mehr hast. Ja, nein, ich meinte aber überhaupt, du kannst dann außer Schlagen nichts machen, aber die können hier werfen und normal rumpaddeln und stundenlang da im Wasser rumhängen, also. So, ich baue jetzt Kisten dahin, wo später dann mit den großen Kisten auch das Lager hinkommt. Mhm. Okay. Kupfer drunter, wups. Oh, das geht sogar tiefer. Okay, ich werde sehr, sehr lange hier sein. Die Kupferader geht ganz schön tief. Oder ist das normal, dass sie so tief gehen? Ja, das ist normal und die gehen tiefer, als du denkst. Schade, jetzt habe ich mich schon gefreut, dass ich was gefunden hätte. Du kennst das doch so mit den 10%, die rausgucken von einem Eisberg. Ja, ja. Ist auch beim Kupfer so. Ja gut, aber wie willst du das abbauen, wenn du dann irgendwann unter das Grundwasser kommst? Sobald du ins Grundwasser kommst, kannst du es nicht mehr abbauen? Ja, das meinte ich ja, genau. Warum macht man dann die Adern so tief? Das meinte ich eigentlich. Wenn man doch dann gar nicht mehr dran kommt. Nein, ich muss reparieren. Weißt du, das meinte ich jetzt. Warum programmiert man die Adern dann überhaupt so tief ein, wenn man schon von rein gar nicht mehr rankommt? Kein Platz im Inventar, na toll. So, ich komme mal kurz zurück, ich muss meine Spitzhacke reparieren. Und während du am Bauen bist, würde ich mir deine kurz mitmopsen. Dann muss ich nicht immer wegen einer zurückrennen zum Reparieren. Also du brauchst jetzt selber hier zum Planieren, Begradigen, was auch immer. Erstmal noch nicht. So. Okay, bin auf dem Rückweg. Das sieht schon schnieke aus, die Butze, die du da hingestellt hast. Wenn ich so dieses kleine Häuschen daneben dran denke, wo immer so ein bisschen Rauch aus der Seite rauskommt. Ach, hier kommt dann das Lager hin. Okay. Mhm. Ach ja, komm, wenn du da schon mal einsortiert hast, dann sortiere ich da gleich mal mit ein. So.
bisschen doof, dass man nicht von außen sieht, was in den Kissen drin ist. Ja. Also man kann Schilder machen, das weiß ich, aber dass du direkt so nur mit der Maus drauf zeigst, dann weißt du schon. Hm. Na gut. Bett aussuchen, machen wir erstmal das. Oh, mit Teppich vorne dran. Ja, der ist notwendig. Was ist das für ein Ding? Was hast du denn eingebaut? Das ist ein Maibaum. Ach, auch der gibt wieder Gemütlichkeit. Der ist jetzt oh, mal eine ich Zeit lang. Gemütlich 6. Ach du liebe Zeit, okay. Wow. Du fühlst dich ausgeruht. Ruhe, Gesundheitsausstellung. Oh, okay. Okay, also heilt man im Haus auch viel, viel schneller dann. Wow. Okay. So. Kann ich noch was da lassen? Das können wir noch alles da lassen. Das können wir noch alles da lassen. Ja, schmeiß ich mal kurz mit rein, können wir später einsortieren. So. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Moin Gorgon, noch ein paar Trolle gekascht. Nee, ich musste vorhin vor allem wegrennen, weil ich zwischendrin ein Grauzwergen-Camp am Spawnerblatt gemacht habe und dann keine Power mehr hatte. Ich hoffe, es stört nicht, wenn ich nebenbei esse. Also furchtbar, ich hätte es ja herschmatzen. Also geht ja gar nicht. Fluse, Spitzhacke, bitte. Ja, ich weiß, ich nerv. Dankeschön. So, dann kann man nämlich hier ablegen. Ja, hier. So. Lass dir schmecken, Gorgon, nebenbei. So, dann gehe ich mal weiter Kupfer sammeln. Plus hat er mir nämlich gerade erklärt, wir brauchen 2 Kupfer und 1 Zinn für 1 Bronze. Und davon brauchen wir nachher Unmengen. Mittlere bis große Unmengen. Und Kupfer ist sehr, sehr zäh abzubauen. Zumindest mit dieser Spitzhacke, sagen wir es mal so. Ja, ja, gut, aber müssen wir halt erstmal in eine Mine kommen. Und das hat es mir heute Morgen erklärt. Das ist im Moment. Naja, ich glaube, wenn wir jetzt 8 Mann wären, wäre es vielleicht einfacher. Aber so ist es im Moment eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit für uns. Ohne dass wir da wirklich Probleme kriegen oder es 20 Mal probieren müssten. Das muss ja auch nicht sein. Wo ist denn mein eingeknackstes Kupfer vorkommen? Ich sehe es nicht mehr. Komm, du greifst mich sowieso gleich an. So. Bauen wir die Treppe wieder ein. Hast du dir ein Bett ausgesucht? Ja, habe ich schon. Gleich wie du es gesagt hattest, so wie ich zurück war, habe ich das gleich gemacht. Das ist aber nett. Dann nehme ich das andere Bett und dann wird die kleine Hütte jetzt abgerissen. Mhm. Sieht nicht nach Kupfer aus. Das ist ein bisschen gemein von den Entwicklern, dass die großen Steinplattformen und die Kupfervorkommen fast gleich aussehen.
Ich falle jedes Mal wieder drauf rein und denke, ah geil, wieder Kupfer verkommen. Und verglitzen halt so ein bisschen, ne? Also die haben so einen kleinen Glitzerschimmer mit drin. Ja, kleinen Glitzerschimmer. Wenn ich aber auf der anderen Seite irgendwo auf dem Berg stehe und die Dinger nur so in der Ferne erahne und sehe dann nur diesen grünen Schimmer oben drauf, denke ich, ja, yeah, geil, wieder was gefunden. Nein, ist ein Stein mit Moos. Ja, die anderen grünen Steine so. Auch. Ein kleiner Hinweis. Du kommst jetzt nicht mehr durch die Fenster rein. Ja, die hast du zugebaut. Davon ging ich aus, dass das irgendwann so kommt. Dafür haben wir ja ein großes Doppeltor. Genau. Das hast du ja schon so eingebaut. So, Gorgon ist ja gerade am Futtern, also ist, verpasst da eh nichts Spannendes im Moment bei mir. Ich baue nur Kupfer ab. Haben wir denn jetzt schon jemand Drittes? Brauchen wir ein drittes Bett? Aktuell noch nicht. Der wollte, würde zwar mitspielen, aber spielt erstmal ohne Mods. Also derzeit noch nicht, ne. Auch schon wieder keine Ausdauer mehr. Warte mal, wie war denn das mit Eiktier? Das war doch... Gab nur für Sprinten. Benutzt du Fackeln? Fackeln? Ja. Ich hatte nur im Erdgeschoss ein paar hingestellt, weil wenn du nachts ins Haus reingekommen bist, hast du nichts gesehen. Nee, die du unterwegs hast. Ich habe mal zwei im Inventar für den Fall der Fälle, aber... Ja und nein. Die liegen also in der zweiten Kiste dann unter der Treppe. Mhm. Ja gut, was wir ja machen können, ist ja vorerst mal mit Schildern beschriften, ne? Oder gibt's da auch eine bessere Lösung? Können wir noch nicht. Ah, Schilder? Ja. Okay. Habe ich doch in meinem Einzelspielerstand auch schon und da habe ich noch keine Mine und gar nichts. Da habe ich gerade mal Eiktier gelegt bisher. Dann hast du aber Kohle. Ja, die hatte ich, weil ich Essen verbrannt habe. Genau. Aktuell haben wir keine stimmt. Kohle, also können wir keine Schilder ja. machen. Ja, ja, okay, ja, ja, stimmt, richtig. Ich muss mehr mit Kohle machen. Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja, stimmt, ich hatte Kohle, weil mir Essen angebrannt ist, weil ich den Timer noch nicht kannte. Ich habe sonst das erste Mal dampfen sehen beim Essen, dass so das erste Mal da der weiße Rauch da auftaucht und dachte dann, oh ja, jetzt ist das Medium, ne? Ja, dann heb ich es auf, Kohle. Mhm. Ja gut, jetzt aber extra essen, deswegen verbrennen ist ja auch Quatsch. Was können wir eigentlich mit den ganzen Tiertrophäen machen? Wildschweine, Hirsche und so weiter, die man nicht für Werkzeuge verbauen kann. Eigentlich nix. Höchstens irgendwo in der Ecke stellen, ne? So auf gut Deutsch. Als später als Deko, ja, aber. Okay. Gibt's schönere Deko, ne? So. Okay, die erste Kupferader ist gleich platt. Also das, was man an der Oberfläche zumindest sieht. Da mal noch. Huch. Du sollst nicht eingraben, du sollst was abgraben hier. Ups. So, erste. Löwenzahn brauchst du nicht mehr so viel mitbringen. Das habe ich gar nicht gezielt gesammelt, das war beim Vorbeilaufen. Mhm. Weil du mir geschrieben hast, dass wir Heil drin gebrauchen wir das später. Ja, aber wir brauchen immer nur einen einzigen. Jetzt haben wir schon 34. Ach so, okay. Nee, die waren beim Vorbeilaufen. In die ersten Dungeons mit Holzknüppel und Holzschild. Das ist aber mutig. Oder ein bisschen größenwahnsinnig. Kann natürlich auch sein. Also du meintest jetzt die Kupferader, die habe ich jetzt an der Oberfläche teilweise abgebaut schon. Wenn ich jetzt aber noch ein bisschen